Natürlich sitzt der Krawattenknoten perfekt, wenn er seinen Dienst beginnt. Michael Menk ist ein Gesicht des Hamburger Hotels für Jahreszeiten, der Wagenmeister. Guten Tag. Guten Tag. Es ist eine Welt wie im Bilderbuch, ein kleiner Mikrokosmos, der einen doch auch gefangen nimmt. Unbedingt. Die Fassade wie das Innere, gelebte Tradition. Die schätzen die Gäste. Historie wird mit gegenwärtigen Annehmlichkeiten verbunden. Wie die schweren Schlüssel, die vollelektronisch funktionieren. Mancher Gast zahlt 4- oder 5-stellige Beträge für die Übernachtung. 300 Bedienstete stehen dafür bereit. Dankeschön. Diskretion ist das oberste Gebot in dieser hanseatischen Institution. 156 luxuriöse Zimmer und Suiten in bester Alsterlage weist das Nobelhotel auf. Keine eigene Postleitzahl, aber einen eigenen Briefkasten mit täglicher Leerung durch die Post bietet das Haus, in dem unbedingte Verlässlichkeit zählt. Es ist egal, ob man Tage, Wochen oder Monate nicht hier war. Man findet stets den gleichen erfreulichen Rahmen wieder. Und zwar aufs Exakteste. Wer muss weg, bitte, ja? Die An- und Abreise der Gäste zu ermöglichen, gehört zu den Aufgaben des Wagenmeisters. Stopp! Was seinen Vorgängern früher mit Kutschfuhrwerken gelang, erledigt Michael Menk heute mit ein paar Pferdestärken mehr. Es ist eine kleine Bühne. Danke. Und man spielt jeden Tag ein ähnliches Stück. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich schätze 160 Mal Komfort. Guten Tag, Frau Kirsch. Freue mich, dass ich Sie sehe. Ganz meinerseits. Toll, wie immer. Wie viele Jahre sind Sie jetzt hier? 36. Guck mal. Wenn angebracht, eine Empfehlung an den Herrn Gemalda. Werde ich machen. Tschüss. Ich kann nur feststellen, dass die Konstante das Image prägt. Jeden Tag um 9.30 Uhr trifft sich die Hotelführung im Restaurant Herlin. Wir haben keine Geburtstage oder Jubiläare heute im Haus. In der letzten Nacht waren knapp 100 Zimmer belegt. Dann erwarten wir heute Rezeption, Housekeeping, Service, Marketing, Gastronomie und Technik tauschen sich mit Direktor Ingo Peters aus. Da müssen wir noch mal über Details sprechen für nächsten Samstag. Ne? Wissen wir eigentlich, warum die hier sind? Oder die Rückreise aus dem Süden sind ja immer sehr diskret. Dass wir überhaupt wissen, wer es vom Königshaus ist, ist ja schon was Besonderes. Von gekrönten Häuptern bis zu Malerarbeiten wird alles besprochen. Eine knappe Viertelstunde Hotelgeschäft aus allen Perspektiven. Dabei geht es nicht nur um die Gäste, sondern auch um die Position des Hauses auf dem hart umkämpften Markt. Im Luxussegment konkurrieren 13 Hamburger Hotels mit 3.200 Zimmern. Eine externe Fensterreinigungsfirma. Dann einen erfolgreichen sonnigen Tag. Bis später. Danke. Gerade zurück vom Blumengroßmarkt, Floristin Katharina Seidel. Ja, nee, ich würde mal die einzelnen Sachen nehmen. Das ist so die weißen Rosen und also. Um 5 Uhr früh schon hat sie die frische Schnittware eingekauft. Genau, du kannst die weißen Rosen da reinstellen vielleicht, oder? Ja, Blumen sind hier in dem Haus sehr, sehr wichtig. Und das ist auch wirklich jeden Montag so die Freude, weil da gerade ganz, ganz viele Sachen erneuert werden können. Und da ist Montag so der Haupttag. Gemeinsam mit 3 Mitarbeiterinnen kümmert sie sich um das florale Erscheinungsbild des 4 Jahreszeiten. Für jede Zimmerkategorie gibt es unterschiedliche Blumensträuße. Das ist gestaffelt, je nachdem, wie groß der Strauß ist. Das ist dann, sind dann die B1-Sträuße, das sind die kleinsten. B2 ist etwas größer, B3 dann der exklusivste. Luxus bedeutet, in Qualität zu investieren, lautet die Hotelmaxime. Das gilt bis in die letzte Blüte. Ich habe da ein Monatsbudget und aus dem kann ich dann wochenweise das arrangieren und gestalten, je nachdem,
für was ich mich entscheide. Manchmal ist eine Woche dann teurer und die andere Woche dafür gibt dann, wird's blumiger und je nach Saison, gerade im Herbst, sind die Blüten dann ja auch wieder ein bisschen günstiger und dann variiert das immer. Eine eigene Abteilung für Floristik findet sich sonst kaum mehr in der Spitzenhotellerie. Bei mir war das tatsächlich Zufall und ein glücklicher Zufall, dass ich ins Hotel kam. Und ich freue mich, dass ich mich hier floral richtig austoben darf. Alles, was schön ist, was opulent ist, was viel Wirkung hat, das lässt sich für ein Haus wie dieses ganz gut umsetzen. Ich denke, dass die eigene Handschrift, dass das bleibt und dass sich das natürlich, also das ist schon auch wichtig, dass man sich dem Haus auch anpasst. Also immer dem Anspruch, was gewünscht ist, wie, das muss ja auch so mit allem Interieur zusammenpassen. Also es muss schon immer so eine ganz gute Verbindung geben. Noblesse verpflichtet, durchaus mit Augenzwinkern. Ölgemälde von Gönnern und Gästen verleihen den Räumen und Hallen zeitlose Pracht. Darum geht es in dieser luxuriösen Hotelwelt, die Zeit scheinbar ein wenig aufzuhalten, dem Gast zu bieten, was immer schon verklärt als die sogenannte gute alte Zeit empfunden wurde. Dem Alltag draußen wird ein eigener Kosmos perfekter Genüsse und Dienstleistungen entgegengesetzt. Gleich 4 Restaurants verwöhnen die Kundschaft des 4 Jahreszeiten. Was immer gewünscht wird, soll vom Service erfüllt werden. Als erlesene Orte betrachtet das Hotel seine 156 Zimmer und Suiten. In der Nummer 209 wurde 1963 das zweite Bad durch eine Küche ersetzt, damit die Bewohnerin darin Spaghetti kochen konnte. Sie dankte es dem Hotel mit mehrfacher Wiederkehr. Sophia Loren. Das Hotel für Jahreszeiten in Hamburg, der Concierge Poller. Schönen guten Tag. Da kümmern wir uns gerne drum. Seit 38 Jahren gehört Helmut Boller zum Haus. Müssen tun wir nichts, nicht alles, aber wir können natürlich vieles. Eben und ja, das zeichnet einen guten Concierge aus, seinen Gast eben glücklich zu machen, indem ich ihnen ihre Wünsche erfülle, die vielleicht manchmal auch nicht erfüllbar sind, aber wir schaffen es dann doch immer wieder. Das Schuhwerk der Gäste besohlen zu lassen, sein Alltag. Wir besorgen alles außer Drogen eben. Drogen besorgen wir nicht eben, weil da sage ich so, nö, da muss ich nachher für ins Gefängnis gehen. Hanseatische Klasse als Ausbildungsplatz. Gern für den Nachwuchs der ersten Hamburger Familien. Musik 53 junge Menschen lernen hier Hotelfach auf internationalem Niveau. Cecilia Hagenbeck ist eine von ihnen. Ja. Dass es eben so traditionell und hanseatisch hier ist, war auch wichtig dafür, dass ich mich für das Hotel entschieden habe. Weil ich wollte auch ganz gerne in Hamburg bleiben und da ist das Hotel für Jahreszeiten natürlich Platz 1. Die Spitzenposition zu halten ist selbstverständliche Herausforderung für die Belegschaft. Richard Schark leitet das Ressort Speisen und Getränke. Damit kümmert er sich auch um das 2-Sterne-Restaurant Herlin. Generell darf es eigentlich wirklich schon auf Maximum sein. Das heißt, genaue Gradzahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber da es wirklich nur ein kurzes und schnelles Überbügeln ist, um die Falten rauszubekommen, ist es eigentlich wirklich immer auf Maximum eingestellt. Ich finde, gehobener Anspruch ist nicht nur auch Bügeln, sondern in meiner Ausbildung habe ich eigentlich gelernt, gehobener Anspruch ist, dass die Bügelfalte genau so liegt, wie sie liegen sollte.
das ist auch gehobener Anspruch. Mit dem Namen Herlin erinnert das Restaurant an den Gründervater dieses Hotelkosmos. An seinem 40. Geburtstag im Februar 1897 ersteigert der Schwabe Friedrich Herlin das Hotel an der Alster. In bester Lage, aber marode und pleite ist das Haus mit den 11 Gastzimmern, dessen Name darauf hinweist, dass es das ganze Jahr über geöffnet ist. Hamburg prosperiert. Der Hauptbahnhof soll bald gebaut werden. Tourismus entwickelt sich rasant. Es ist die große Zeit der Grand Hotels. In den neuen Hotelpalästen findet die aufstrebende bürgerliche Elite ihre Entsprechung zu den Schlössern des Adels. Friedrich Herlin baut das kleine Hotel mit technischen Finessen wie einem Lift und großer Belegschaft zum Grand Hotel aus. 1927 präsentieren sich all die verschiedenen Hotelgewerke von den Zimmermädchen bis zum Hotelorchester fein aufgereiht zum 70. des Hoteliers. Gut 500 Voll- oder Teilzeitangestellte sind es, die Hamburgs erste Adresse zu einer solchen machen. Als kühler Rechner agiert Friedrich Herlin weitsichtig. Er wirbt Grundstücke und Nachbarhäuser des Vierjahreszeiten, spielt Monopoly an der Binnenalster. Der Hotelkomplex wird größer und größer. Inzwischen sind es 14 Gebäude. Sein Sohn Fritz Herlin übernimmt 1932 und darf, entnazifiziert nach dem Krieg, 1952 wieder eröffnen. Der Luxus bleibt den Gästen vorbehalten. Wie der Vater, so hält es auch Fritz. Seine Töchter Anne und Thekla wachsen mit dem noblen Familienhotel auf. Beide haben Hotelfach gelernt und später im Vierjahreszeiten gearbeitet. Die Familie verkaufte das Haus 1989 für 215 Millionen Mark an einen japanischen Bauunternehmer. Seither wechselten die Besitzer mehrfach. Prinzessin, das waren wir nicht. Sein Vater war Schwabe und das war ein bisschen im Blut drin, nicht? Das Geld, das verdient wurde, wurde ja immer gleich wieder ins Hotel gesteckt. Da war nicht viel mit großzügig hier, da, irgendwo. Aber das war normal. Das war nicht, uns kam es nicht vor, dass irgendwie uns was gefehlt hat oder nein, das geht nicht oder gespart oder so wurde. Schwaben sind ja sehr sparsam. Und da hat es wohl ein bisschen auch mit dran gelegen. Wer weiß aber. Wir haben gelernt, mit Geld umzugehen dadurch auch. Und nicht, ach ja, brauchst du was? Hier kriegst du. Nein, nein, nein. War alles immer. Und nicht dem Kommerz nachzujagen oder so. Das brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir haben Geschmack, aber das zeigt man dann anderseitig. Gäste sind die Mächtigen und Potentaten, Künstler und Künstlerinnen, wie die Callas oder Wladimir Horowitz. Die Oper nebenan feiert gern hier. Weltstars steigen um vom Leinwandhimmel zu den 5 Hotelsternen. Sophia Loren oder Tom Hanks. Musiklegenden wie David Oistrach oder Universalgenies vom Schlage Peter Ustinovs. Mireille Mathieu, Robert De Niro und. Durch alle Verkäufe nach der Ära Herlin bis zum heutigen Besitzer wahrt und pflegt das Haus seinen legendären Nimbus. Als ich das erste Mal hier in diesem Hotel war, war das wie so ein eingelöster Traum. Jetzt ist man mal da, wo man immer mal nur so ein bisschen kratzen durfte, so ein bisschen was gesehen hat und in diese Welt hineingeschnuppert hat. Und dann ist das Faszinierende, was man dann oder was ich im Laufe der Jahre eigentlich gemerkt habe, es ist gar nicht so eine andere Welt. Die unterscheidet sich materiell, unterscheidet sie sich. Aber sie unterscheidet sich nicht durch eine Haltung. Das ist etwas, was ich mag. Menschen, die eine Haltung haben, Hotel, ein Hotel, das eine Haltung hat. Und das wird zelebriert in so einem Hotel. Gleich um die Ecke des Vierjahreszeiten besuchte Iris Berben eine katholische Schule. Den Hotelbetrieb hinter den schlichten weißen Mauern kannte die Tochter einer alleinerziehenden Mutter damals nicht. Hamburgs bessere Gesellschaft hat die denkmalgeschützte Wohnhalle in mehr als 100 Jahren zu ihrem Wohnzimmer gemacht. Im Blickfeld von Preußen Prinz Heinrich wird bis heute Tea Time zelebriert. Mit Kreationen aus der hauseigenen Patisserie.
Selbstverständlich werden im anglophilen Hamburg auch Club-Sandwiches zum Nachmittagstee gereicht. Hotelhochkultur, ganz einfach. In der Jugend war es eine andere Welt, eine unerreichte Welt. Das stach so heraus als eine ganz große Besonderheit. Die hat einfach eine Geschichte gehabt, immer schon. Das Vier Jahreszeiten gehörte zu Hamburg, war Geschichte Hamburgs und war aber für jemanden wie mich oder aus meinem Kreis heraus, meiner Familie heraus, etwas so Entferntes, so weit, dass man sich da wirklich, also so einmal hat man sich dann das geleistet und ist hergekommen. Den Jahreszeitengrill sollte Iris Berben erst später kennen und schätzen lernen. Die Art Deco-Ausstattung ist noch aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erhalten. Ein späteres, aber ebenso wohl gehütetes Kultrelikt, das Bakelit-Telefon. Der Jahreszeitengrill geht zu euch. Schönen Tag, wie darf ich Ihnen behilflich sein? Der Grill war und ist in seiner Zeitgeistferne traditionell der Ort für den Mittagstisch der solventen Hamburger Kaufmannschaft. Hanseatischer geht es kaum. Das Hotel hat seine Seele behalten. Das steht. Das ist nicht verändert worden durch unterschiedliche Übernahmen von unterschiedlichen Besitzern. Und ich glaube einfach, es hat damit zu tun, dass immer hier Menschen auch gearbeitet haben, die sich bewusst waren, wo sie hier arbeiten. Es gibt nicht mehr viele solcher Häuser. Guten Tag, Herr Nierig. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, Sie zu sehen. Hier vorne rechts hätte ich noch einen großen Platz frei. Garagenwart Guido Wolf ist über ein Vierteljahrhundert für das Haus tätig. Rudolf Nerich errang in 35 Dienstjahren den Nimbus einer Legende. Des Oberkellners aus Passion, der dient, ohne je unterwürfig zu sein. Ein Kellner sollte eigentlich unauffällig sein. Man soll ihn merken, aber nicht sehen unbedingt. Ich weiß ja nicht, wie es am besten ist, aber jedenfalls, er soll immer im Hintergrund bleiben, so ein bisschen. Aber trotzdem präsent. In seinen Fotografien hat Rudolf Nerich den prägend Unsichtbaren nachgespürt. Die Bilder hängen im Garagenzugang des Vier Jahreszeiten. Das Nichts zu sehen, das Wenige oder das gar nichts mehr zu sehen, das hat mich so fasziniert an der ganzen Geschichte. Das muss eine gewisse Ordnung im Gastronomie haben. Und das sind Materialien, die eigentlich nicht beachtet werden, ein Besteck oder ein Teller, aber sind so wichtig. Und visuell verschwinden sie leider da. Sie sind wichtig, um einen Betrieb in einem Luxushotel aufrechtzuerhalten. Da braucht man diese mal. Und diese Dinge, die wollte ich gerne sehen. Seine Spuren bleiben durchaus sichtbar. In selbstbewusstem Understatement. Rudolf Nerichs Reich waren die 23 Tische im Jahreszeitengrill. Das ist ja das Olymp der Gastronomie überhaupt, um hier reinzugehen. Das war meine Bühne. Aber da wird der Beruf zum Behuf, würde ich einmal sagen, wenn man das hier so macht. Doch, doch, es ist schon etwas Außergewöhnliches. Sag uns, zu welchem Behuf der liebe Gott den Menschen schuf. Heinrich Heine, die Waldeinsamkeit. Ein blutjunges Geschöpf nimmt einen Millionär. Seine Stammkundschaft pflegte Rudolf Nerich zweimal jährlich mit Wiener Liederabenden zu unterhalten. Und er erwarb so Kultstatus als singender Oberkellner. Das haben wir so lange geübt, uns geht's doch nicht. Wie fangen wir nochmal an? Fangen wir an. Ein blutjunges Geschöpf nimmt ein Millionär. Wissen Sie, ich habe immer gesagt, man kann einen Hintern noch so schön schminken. Es wird doch nie ein ordentliches Gesicht daraus. Ja, und wenn ein Gast jetzt kommt und der hat es nicht, was er eigentlich hier haben könnte, dann kann er sich noch so bemühen, das wird dann nichts daraus. Wenn ich denke, die adelige Gesellschaft, die wir hatten, die von Haus aus ja getrimmt waren, die Treppe ohne das Geländer zu halten, runterzugehen, auch selbst der Gefahr, dass sie im Elterntatum mal runterfallen, dann ist eben, man hat Verluste auch. Und das können die natürlich. Und diesen Gast liebte ich natürlich sehr. Guten Tag, Herr Nerich. Hallo. Ach, Darius. Na, mein Gott, freue ich mich sehr. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Wir haben ja gute Jahre zusammen verbracht hier. Und vor allem lehrreiche Jahre mit dir zusammen.
Ich brauchte nichts mehr lernen, ich konnte schon alles. Aber ich musste was lernen. Ja, das so. Oh ja, wir haben einen Nachfolger gesucht für diesen Grill, der das nach mir machen sollte. Und da haben wir ihn getestet. Und er hat, nach dem dritten Test hat er es dann bestanden. Die ersten zwei, da war es nicht so günstig, aber dann ging es. Der dritte war in Ordnung. Er ist ein besonderer Lehrmeister, das muss man dazu sagen. Er hat natürlich hohe Ansprüche, aber es hat immer Spaß gemacht. Die Stabübergabe längst vollzogen. Rudolf Nerich ist jetzt Ruheständler. Darius Wiczorek hat Hotelkarriere gemacht. Ich habe damals im Herlin begonnen, als Commis de Rang, Jungkellner nannte sich das. Und Tablett hoch und runter tragen. Damals wogen die Tabletts auch noch 20 Kilo versilbert und 4 Glasteller, also waren es 30 Kilo. Wenn sie da so einen 30er-Service hatten, dann wussten sie, was sie getan haben. Heute trägt er leichter auf, aber mit Verantwortung. Scharf oder nicht so scharf? Wie darf ich Ihnen das zubereiten? Medium scharf. Medium scharf. Wir haben auch zuweil Wustersoße, Cognac, Olivenöl. Des Weiteren haben wir einmal Schnittlauch, Petersilie, Gurken, Kapern, Schalotten, Eigelb, Senf und Anchovies. Darf alles hinein oder etwas, was Sie nicht mögen? Ich würde sehr gerne auf Ihre Empfehlung verlassen. Dann ohne Anchovies würde ich es persönlich machen, weil es übertönt so ein bisschen den Geschmack. Die hohe Schule schlichter Genüsse. Und dann ist das schon so schaumig geschlagen. Beef Tartare am Tisch zubereitet. Ein Klassiker seit 100 Jahren, den heute nur noch ausgesuchte Restaurants anbieten. Dijon-Senf, feinen. Rühren, rühren, rühren. Guter Gast für mich ist, wenn er sich komplett mir hingibt, in dem Sinne, dass er sagt, Herr Wiczorek, machen Sie einfach mal. Und das ist das, was ich nach Jahren hier mir erarbeitet habe. Viele Gäste gucken gar nicht mehr in die Karte. Es heißt immer, Herr Wiczorek, machen Sie mal. Sie wissen ja unsere Vorlieben, Sie wissen ja, was wir essen. Und Herr Wiczorek macht dann. Es brauchte seine Zeit, bis der Oberkellner zu seiner heutigen Souveränität im Umgang mit den Gästen fand. Natürlich auch den Rest rein. Das erste Mal habe ich das gemerkt, das war unser langjähriger Stammgast. Der ist sehr speziell, der kam schon natürlich zu Herrn Nerichs Zeiten, auch gerne mal in Badelatschen ins Restaurant, wie er halt war, von oben aus dem Zimmer hier runter. Und dann war nämlich dieser Tisch da vorne in der Ecke, wo er immer sitzt, vorbereitet für ihn. Mit den Armleuchter, also sprich die Lampe, ganz, ganz wichtig. Es muss eine Mopo sein, es muss eine Bildzeitung dabei sein. Es muss eine halbe Flasche Rotwein parat stehen, ein Rotweinglas. Es wird nach Herrn Müllers Gusto natürlich auch dekantiert, also sprich komplett alles reinkippen. Weil Etikette ist nicht gewünscht, sondern das, was der Gast auch sagt. Es muss der Whisky dabei sein mit einem Eiswürfel. Und das war alles schon vorbereitet, als Herr Müller mit seinen Badelatschen dann über die Balustrade geschaut hat. Ah, Herr Wiczorek, sehr gut gemacht, wie er dann sagt. Hat sich hingesetzt. Und das war so ein tolles Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, jetzt bin ich angekommen. Die Ankunft der Gäste in ihren Automobilen hatte Fritz Herrlin schon 1934 im Auge. Garage und Tankstelle richtete er in zugekauften Gebäuden direkt am Hotel ein. Heute ist Guido Wolf einer der drei Garagenwarte, die sich um die Unterbringung der Gästekarossen kümmern. Operationen auf kleinstem Raum sind seine tägliche Herausforderung. 23. Auf drei Stockwerken müssen die Wagen abfahrbereit zwischen Dauerparkern verteilt werden. So. Einmal die 453. Ich nehme die beiden auf die Seite, dann kannst du raus. Sowohl eine Schramme ist auch schon passiert, als auch, dass ein Auto in der allerletzten Ecke eingebaut war und der Gast jetzt doch raus wollte. Das gab es natürlich auch schon, klar. Die Statistik sieht so aus, dass wir so gut wie keine Unfälle haben. Ganz selten. Also das ist wirklich, kann man in 5 Jahren an einer Hand abzählen. Die Diskretion des Hauses schließt auch die Garage ein. Sollte beim Jonglieren mit den Fahrzeugen aus dem obersten Preissegment tatsächlich etwas geschehen, es würde mit größter Wahrscheinlichkeit nicht an die Öffentlichkeit dringen. Man hat immer Respekt vor den Autos. Weniger wegen dem Wert der Autos, sondern eher, weil man weiß, dass die Gäste an das Auto emotional gebunden sind. Darüber identifiziert man sich, das ist, womit man repräsentiert. Das ist schon eine wichtige Geschichte. Ein Auto ist, glaube ich, ein Familienmitglied für viele Menschen. 50 Autos werden das wohl werden heute. Wir versuchen, die immer so ineinander zu verschachteln, dass die Leute, die auch das Auto im Laufe des Tages brauchen, schnell an ihr Auto kommen dann. Tetris ist der beste Vergleich. Das ist in der Klassiker.
dass uns jetzt jemand entgegenkommt und sie da oben nicht wenden kann. Also müssen wir rückwärts zurück. Zurück und wieder vor. Voran geht dennoch nichts. Zumindest vorerst nicht. Geduld und Rangiertalent halten sich die Waage. Das ist Guido Wolfs tägliche Erfahrung, zumal bei Veranstaltungen mit höherem Gästeaufkommen. Wer im Vierjahreszeiten Familienfeste, Jubiläen oder Jahrestage feiert, empfindet sich als angekommen. Die Festsäle des Hotels heben traditionell jede Feier in den Rang eines gesellschaftlichen Ereignisses. Kim Streitbörger ist selbst Hotelbesitzer auf Langeoog. Seine Geburtstagsparty wollte er unbedingt in Vierjahreszeiten ausrichten. 70% der Feiern hier sind privater Natur. Geschäftlich-gewerbliche Veranstaltungen machen nur 30% aus. Ich bin ja Hotelier aus Leidenschaft und ich weiß, welche Hotels in Deutschland perfekt sind. Und das war schon immer das für Jahreszeiten mein Lieblingshotel. Und ich wusste, 40 Jahre, 40 Leute im für Jahreszeiten, das war für mich die richtige Entscheidung. Der Festsaal als Besprechungsraum. Punkt 8 geht die leitende Hausdame Jennifer Dyerkauf den Tagesplan mit ihrem Team durch. Also, wir gehen noch mal schnell die Anreisen durch. Die 219 bitte Priorität. 149 kommt um 16 Uhr. Einmal bitte Achtung, wegen der Zimmer 248 hatte Bügelwäsche abgegeben. Ach so, das haben wir heute Morgen schon erledigt, um 8 Uhr. Ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, quasi im Housekeeping zu arbeiten. Jetzt nicht im Hotel, aber ich habe schon früh geputzt, um so ein bisschen das Taschengeld natürlich zu verbessern. Und bin dann nach Australien für ein Jahr als Nanny und habe da dann auch nebenbei Haushalte geputzt, um dann meine Reisen zu finanzieren. 11 Uhr. Ja? An Bord von Kreuzfahrtschiffen arbeitete Jennifer Dyerkauf auf allen 7 Weltmeeren, bis sie an der Binnenalster in 4 Jahreszeiten festmachte. Klar gibt es auch noch Hotels, die in unserer Liga mitspielen, aber ich würde sagen, hier sind wir schon ganz, ganz weit oben. Guten Morgen. Als Chefin des Housekeeping steht sie 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. In der Tasche habe ich Desinfektionsmittel, nochmal ein Mittel, um Kalk zu entfernen oder auch nochmal eine Scheuermilch, falls ich da noch immer etwas habe, wo ich vielleicht nochmal drüber gehen möchte. Ich habe so einen speziellen Schwamm mit einer rauen Seite und einer weichen Seite. Teppichfleckenmittel, einmal ein Duft, falls das Zimmer ein bisschen Frische braucht. Ein Zauberschwamm, um verschiedene Flecken wegzubekommen. Das ist eine Fugenbürste. Ein Teppichschwamm, mit denen ich einen Teppich bearbeiten kann. Ja. Unsere Gäste haben natürlich auch einen sehr hohen Anspruch. Und wenn die kommen, dann erwarten die natürlich ein perfektes Zimmer. Dann muss halt auch alles stimmen. Morgens um 6 ist Dienstbeginn für das große Housekeeping-Team. Bis 20 Uhr wird in 2 Schichten gearbeitet. Unsichtbar sollen die dienstbaren Geister nicht sein. Persönlichkeit ist gefragt. Sie gilt hier als Garant für Servicequalität. Ich wollte an und für sich nur was Neues machen, nur reingucken. Aber die Jahre laufen so schnell vorbei, mich hat es nirgendwo anders mehr hingezogen. Und jetzt werden es 33 Jahre. Ich freue mich, dass ich hier bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerne mit den Gästen hier zusammen. Mein Rufname ist Gisela, aber ich werde hier Karin genannt. Weil damals, wie ich angefangen habe, waren zu viele, die Gisela hier hießen. Und dann hatte man mich gefragt, ob ich noch einen zweiten Namen habe. Gesagt, ja, und seitdem, die wollten das nachher ändern, weil die anderen, weil sie in Rente gegangen sind. Oder, aber ich habe gesagt, ach, ich höre da drauf und dann ist gut. Haben wir behalten. Gibt keinen Grund, das zu ändern. Ich reagiere auf beide Namen. Alles für den Gast. Das Credo Friedrich Herrlins gilt noch heute. Nur einen Pool gibt es hier nicht. Den haben meine Gäste sowieso zu Hause, wird Fritz Herrlin gern zitiert.
Bei über 60% Auslastung schreibt das Hotel solide schwarze Zahlen und sammelt Auszeichnungen für gehobene Hotellerie. Gerade wieder wurde es als bestes von 101 deutschen Grand Hotels gekürt. Die Mischung aus Historienpflege und diskreter Innovation funktioniert schon seit den Anfängen. Sobald ein Zimmer ausgecheckt war und Housekeeping da drin war, wurden diese Messing-Schilder von links nach rechts gerückt. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochgefahren habe, habe ich gesehen, okay, 243 ist ausgecheckt, da konnte ich schon losgehen und nach dem Gepäck gucken. Über die Treppe selbstverständlich, nicht im Lift. Hoteldirektor Ingo Peters hat 1981 als Page in 4 Jahreszeiten angefangen. Als ich meine Ausbildung hier gemacht habe, gab es eine Regel, dass wir niemals auf den Perserteppich gelaufen sind. Das war den Gästen vorbehalten. Wir sind immer an der Seite marschiert. Das ist immer noch Blut drinne. Wenn ich alleine laufe, laufe ich immer vorbei. Mit Gästen zu zweit läuft man über die Mitte, aber so normalerweise allein. Von der Pike auf hat Ingo Peters die Feinheiten des Hotellebens erfahren. Wesentliche Voraussetzung für gelungenen Service, alle Vorlieben der Gäste zu kennen und zu notieren. Als ich gelernt habe hier, da haben wir das in Karteikästen einsortiert. Wir hatten große Schränke, die waren aus Stahl und die waren dann mit Schubladen von A bis Z. Und das waren so Karteikarten, die mussten wir dann in so eine IBM-Schreibmaschine dann einspannen. Und da wurde dann immer drauf getippt, Herr Schmidt war dann und dann da. Und dann war es immer extra Kopfkissen oder ein Ei im Glas, 2 Minuten. Das wurde da alles eingetragen. Und das war natürlich eine Heidenarbeit. Das heißt also, wenn alle Gäste ausgecheckt waren, dann lagen diese ganzen Karten da, die mussten alle aktualisiert werden und dann wieder eingeordnet werden. Und dann hatten sie in der Spätschicht für die ganzen Anreisen des nächsten Tages, mussten sie alle raussuchen. Und wissen Sie, wie viele Schmidts, Meyers, Müllers sie haben, den richtigen dann zu finden? Das war eine Arbeit. Und wir durften nicht nach Hause gehen, bevor natürlich alle Karten aktualisiert werden. Du kannst ja nicht sagen, okay, die haben wir heute nicht geschafft, die machen wir morgen. Und morgen kommen noch so viele dazu. Also das war eine eiserne Regel. Peters? Alles klar, wunderbar. Ich bin die Finessen, mit denen die leidenschaftlichen Hoteliers Friedrich und Fritz Herrlin arbeiteten, sind Ingo Peters heute ein geschätztes Erbe. Geheimnisse eines Grand Hotels. Diese Tür ist so eine Art Geheimtür. Wenn man jetzt hier sich die Tür anguckt, auf die andere Seite rüberschwenkt, dann sehen Sie, dass das die gleiche Tür ist. Nur hier ist die Besenkammer und diese Tür geht direkt in mein Büro rein. Und die ist dafür gedacht, dass man, wenn man eine schnelle Abreise hat, wo man mal sehr schnell da sein muss, schnell hochkommen kann. Das ist der Grund der Tür. Herr Menk, wie geht's? Gut, jawohl. Die Abreise hier, ne? Genau. Es ist auch die Vielzahl dieser durchdachten Kleinigkeiten, die das Weiße Haus an der Alster auszeichnen, seinen besonderen Ruf begründen. Unten im Küchentrakt rufen Küchendirektor Andreas Block und seine rechte Hand Florian Schwertfeger zum Teammeeting. Okay, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Wir gehen jetzt einmal kurz die Gerichte durch, gucken, dass jeder weiß, was zu tun ist, was es gibt. Ein aufwendiges Buffet steht an. Wortführer Florian Schwertfeger verteilt die Aufgaben. So, die Pasta, das bist du in charge, oder? Perfekt, da ist alles soweit vorbereitet. Brotstation, wir brauchen von Sevi diesen, genau, diesen dreistufigen Brotkorb. Achtet auch darauf, dass ihr ein bisschen Spaß an der ganzen Sache habt. Ja? Das ist eine schöne Veranstaltung, es sind viele gespannte Gäste. Und guckt, dass ihr selber auch ein bisschen Spaß versprüht bei der ganzen Geschichte. Attacke, oder? Jawohl, jawohl. Let's go, geht's. Drücken. Wir haben eine Veranstaltung mit 120 Leuten, die ein Hummerbuffet haben. Das machen wir jedes Jahr. Auch die ungenießbaren Hummerköpfe werden verarbeitet. Das ist auch nicht alltäglich tatsächlich, dass wir aus Hummerköpfen eine Pyramide machen. Aber ja, der Gast ist König. Es gibt einen Wodka-Brunnen. Der ja dann wahrscheinlich tatsächlich perfekt zu der Austernstation passt, die es auch noch gibt. Zur Austernstation und zum Kaviar. So, das erlebt man tatsächlich nicht alle Tage, dass wir einen Wodka-Brunnen haben. 70 Menschen arbeiten insgesamt in der Küche. 16 von ihnen sind Auszubildende. Leo Brüggen ist im 3. und letzten Lehrjahr. Er richtet feine Seezungenröllchen an. Reines Gefühl, ja. Also ein genaues Maß gibt es dafür nicht. Die haben halt schon
Sehr dünne Schicht, genau. Fast hauchdünn, ja. So dünn, wie es geht am möglichsten. Aber bei Fisch ist es halt schwierig, weil da ab einem gewissen Zeitpunkt einfach anfängt zu zerfällen. Ja, deswegen einfach ein bisschen Gefühl dafür kriegen und dann geht das, ja. Die Anforderungen sind hoch in der Sterneküche. Doch wer hier arbeitet, dem steht die kulinarische Welt offen. In all ihren Geschmacksvariationen. Seit 3 Jahren ist Florian Schwertfeger hier. Die Bastelarbeit an der Hummerpyramide kennt er bereits. Ja, definitiv für Leute, die gerne sehr fingerfertig arbeiten. Aber dieses Gebilde lässt einen zwischendurch auch mal ganz schön verzweifeln. So wie der Hummerkonsum Tierschützer weltweit. Definitiv ist Hummer ein Zeichen für Luxus. Ich glaube, das wird auch immer so bleiben, dass der Hummer da so eine besondere Stellung einnimmt. Luxuriöse Speisen sind hier ganz alltäglich. Die Qualität aber soll es nie werden. Wenn wir anfassen, wenn das Dolle ganz weich ist, dann schlägt. Das ist aber nicht so weich. Nicht so hochwertig wie Japan, aber ist normale Qualität. Also gutes Qualität. Michael Martin Franz ist permanent im Hotel unterwegs. Hallo, guten Tag. Na? Hallo, guten Tag. Alles gut? Als technischer Leiter sorgt er dafür, dass historisches Erbe und moderne Technik miteinander harmonieren. So richtig, zur Ruhe kommt man hier nicht. Der Tag beginnt nicht so, wie man plant. Es kommt immer ein bisschen anders, als man denkt. Wir hatten tatsächlich einen Fall gehabt, dass wir durch die Decke kam Wasser durch. Das haben wir natürlich nicht so oft, aber kommt auch manchmal vor. Das Haus ist, wie gesagt, ein bisschen alt, in die Jahre gekommen, trotz Pflege und trotz Reparaturen. Ist durch die Decke praktisch Wasser durchgetropft und so ein Kurzschluss verursacht. Wir mussten das erstmal trockenlegen, wieder überprüfen, neue Kabel ziehen. Die Gäste stellen die natürlich nicht im Dunkel. Wir haben einen Ersatzkronleuchter hingehängt und ja, wir haben alles da. Also was wir brauchen, von Glühbirnen angefangen bis zum Pumpenteile, Schrauben, alle Art in Messing poliert oder nicht poliert. Also wir haben alles da. Mit Schrauben begann die Hotelkarriere von Michael Martin Franz vor 25 Jahren. Als ich das erste Mal Türbänder gewechselt habe, da kam ein älterer Mitarbeiter, der auch schon länger da war, und hat mir erst mal gezeigt, wie das richtig geht. Und die Schlitze mussten ganz korrekt in eine Reihe sein und nicht irgendwie durcheinander, so wie ich das gemacht habe damals. Und solche Sachen prägen natürlich. Nach 25 Jahren. Man gewinnt das Haus lieb und es ist einfach so wie seins, betrachtet man dann. Ne? Vom Hinterhaus in die Belle Etage. Michael Martin Franz betreut die Umgestaltung einer Zimmerflucht auf Gästewunsch. Wir bauen jetzt ein bisschen um. Das Bett wurde auch schon entfernt. Wir werden das Zimmer als Esszimmer umfunktionieren, weil das richten wir jetzt gerade für einen besonderen Gast, welcher auch 3 Zimmer mit gebucht hat. Und das sollte anstatt Schlafzimmer als Esszimmer umgebaut werden. Das ist das wunderschöne Kunstwerk, was dort praktisch platziert wird. Das muss man natürlich ein bisschen vermitteln. Ja, das sieht schon ein bisschen nach rechts, muss der machen. So sieht das ganz gut aus. Danach wird wieder alles rückgängig gemacht, in ähnlicher Reihenfolge wieder zurück. Ich sehe da gerade, hier fehlt eine Schraube. Die Türen bleiben natürlich offen, wenn das im Zusammenhang vermietet wird. Fünfstellig wird der Preis für das komplette Dreiraumarrangement pro Nacht sein. Für 2,5 Monate will der Stammgast diesmal bleiben. Das ist Zimmer 170, Zimmer 100 und 101. Das wird dann praktisch zusammengelegt und als ein Suite dann verkauft. Das ist bestimmt 150, 180 Quadratmeter. Und wir haben hier auch kleine
Küche für die Bedienstete, die dann eben Kleinigkeit zubereiten kann. Wir haben dann eine Eingangstür, was dann im Anschluss dann verschlossen wird. Und dann haben die Gäste praktisch einen Bereich, der ab hier dann beginnt. Das sind praktisch nicht die einzelnen Türen, sondern Governor Suite. Genau. Behutsamer Wandel, ohne dabei den Eindruck des Bestehenden anzutasten. Im vierten Stockwerk wird bei laufendem Betrieb gebaut, versteht sich, dass auch weiträumig angrenzende Zimmer nicht belegt werden. Das Eichenparkett wird aus einer Suite herausgerissen, die ganze Zimmerflucht umgestaltet. Hier soll zum Jubiläum die Präsidentensuite für sehr betuchte Globetrotter eröffnet werden. Sie wird 200 Quadratmeter Grundfläche messen, die sich noch auf 350 erweitern lassen. Doch vor den großen Luxus hat Gott den Lärm gesetzt. Wir haben unsere Vorgabe, ist jetzt halt morgens um 9 dürfen wir erst richtig Krach machen. Und wir machen das dann meistens so, dass wir dann halt mehr Masse machen und dann morgens den Transport machen und dann ab 9 Uhr machen wir dann halt wieder Krach. Und dann haben wir bis 18 Uhr haben wir Zeit. Im Erdgeschoss öffnet dann gerade eine der kleinsten Bars Hamburgs ihre Türen, die aus einer italienischen Kapelle des 16. Jahrhunderts stammen sollen. Zwei Etagen und Blick auf die Binnenalster durch die Jalousie bietet die Hotelbar. Ein Ort mit besonderer Aura rund um den geschwungenen Tresen aus kaukasischem Nussbaumholz, das sonst gern im Instrumentenbau verwendet wird. Kino im wahren Leben. Bestsellerautor und Genussmensch Johannes Mario Simmel zählte zu den ersten Besuchern. Er fand hier genug Stoff für seine Arbeit. Es muss nicht immer Kaviar sein. Ursprünglich war die Bar im Keller eingerichtet, bis Fritz Herrlins Witwe Agnes das kleine Direktorenbüro ihres Mannes gleich neben der Wohnhalle zum Barraum umfunktionierte. Simbari Bar nannte sie den Gastraum zu Ehren des amerikanischen Malers Nicola Simbari, dessen farbenfrohe Werke die Bar lange schmückten. Gerade einmal 17 Plätze gibt es auf den beiden Ebenen und jeder von ihnen könnte beredt von langen Barnächten berichten, von Amouren, Trennungen, Verwerfungen, Versöhnungen. Selbst von Prügeleien, die man an diesem Ort wohl kaum vermutet. Nach außen dringt natürlich nichts aus dem Dunstkreis des Tresens. Und als Barmann muss man dann ein guter Zuhörer sein. Die Verschwiegenheit gehört auch dazu. Und man ist ja wie eine Art Entertainer, der täglich auf der Bühne steht sozusagen. Die Bar hier ist ja sehr, sehr klein. Die Gäste, die hier am Tresen sitzen, gucken einen wirklich detailliert auf die Finger, was man tut, was man redet, wie man sich verhält. Und ja, und man muss natürlich auch ein guter Gastgeber sein. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Darf ich bitte einen Prince of Wales haben? Ein Prince of Wales, Johnny. Selbstverständlich, gerne. Zur Bar des Jahres wurde das Lokal schon einmal unter Chef Enrico Wilhelm gekürt. Den Trick gibt es im Prinzip bei dem Drink nicht. Das ist ein sehr traditioneller Drink mit einer vorgeschriebenen Rezeptur. Wichtig bei dem Drink ist natürlich, dass er traditionell in dem passenden Silberbecher serviert wird und natürlich, dass gutes Eis verwendet wird. Kein Alstereis. Die kultivierte Gastlichkeit dieser edelsten unter den halböffentlichen Institutionen, wie eine amerikanische Autorin Hotelbars einst nannte, genossen ungezählte Prominente aus der ganzen Welt. Christiane Hörbiger oder Tom Jones fröhnten Tresenfreuden. Auch Sophia Loren weilte immer wieder unter den Intarsiensternen der edlen Holzdecke. An Raum für Größe darf es auch im Kleinsten nicht fehlen. Jeder normale Architekt würde sagen, hier eine Bar zu bauen, ist doch viel zu klein, das geht doch gar nicht. Sie hat gesagt, nee, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und ich habe ja selber als Azubi auch hier hintergestanden. Es ist wirklich, also man muss schon eine gewisse Körperkonfiguration haben, um hier arbeiten zu können. Also noch geht's, noch geht's. Gut 40 Jahre sind seitdem vergangen. Ja, das ist schon ne, speziell. Wir haben die Bar, ja auch so konstruiert, dass sie, das ist bis ins Detail geplant alles, die Schubladengrößen etc., dass natürlich der Platzbedarf bestmöglich ausgenutzt ist.
Die Schubladen haben wir anhand der Flaschengröße ausgemessen, dass wirklich genau die so hoch sind, wie das die 5 mm Platz zwischen dem Kronkorken und der Oberkante. Es ist ja so hier, das ist gebaut wie auf dem Schiff, wo man wirklich jeden Zentimeter nutzen muss. Also ob es jetzt hier der kleine Mülleimer ist oder die Gläsergeschirrspülmaschine oder die Mini-Eismaschine, die jetzt hier für diese Bar gebaut wurde. Das ist also alles absolut Spezialanfertigung. Zum Beispiel diese Sitze hier, das sind Hinterbänke aus dem Rolls-Royce. Ja, da sitzt man extrem komfortabel drin. Hier oben haben wir Decken, das ist aus einer venezianischen Kapelle aus dem 17. Jahrhundert, dieses Holz. Also hier ist mit sehr viel Herzblut was ganz Besonderes kreiert worden, was man eigentlich so in der Form nirgendwo anders sieht. Und hinter uns die Wände, das ist Antilopenleder, die raue Seite. Warum ist das da? Man sagt, dass das den Rauch aufnimmt, weil in dieser Bar darf man noch rauchen. Unten rauchen die Köpfe. Tag der Abrechnung in der Küche. Florian Schwertfeger und Andreas Block bei der Verwaltungsarbeit. Gut 40% ihrer Arbeitszeit gehen dafür drauf. Der Rechnungsstapel sollte mindestens einmal pro Woche abgearbeitet werden. Wenn er zu hoch wird, dann kommt er hier rüber und dann bauen wir einen neuen. Jede Lieferung wird gecheckt, jeder Preis verglichen. Gerade in Krisenzeiten, in denen die Preise explodieren. Für die Sterneküche zählt Qualität alles, aber nicht zu jedem Preis. Für viele Lieferanten ist es ein Prestigeobjekt tatsächlich. Aber mit den Preisen muss man trotzdem hart verhandeln, ne? Weil jeder will natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben. Danach arbeiten wir natürlich. Ich glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen. Weil wir beide auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Interessengebiete haben und entsprechend inzwischen ja auch schon seit über 3 Jahren zusammenarbeiten und uns entsprechend eigentlich sehr gut miteinander verständigen können. Florian macht Einkauf, Andreas die Planung. Wir verbringen halt sehr viel Zeit miteinander. Es ist wie jeder Job, der sehr viel Einsatz und Leidenschaft erwartet, ist es halt ein Job, wo wir halt sehr viel Zeit investieren. Also wir müssen auch miteinander gut klarkommen und miteinander gut verstehen. Wenn wir uns nicht mögen würden, hätten wir eine schwierige Zeit. Hochbetrieb in der Spitzenküche. Zum Handwerk gehört auch die Kenntnis über den aktuellen Kurs von Edelfischen wie dem Steinbutt. Guten Preis machen, nicht mehr als 50. 38? Ja, für 38 nimmst du gleich 20, ne? Frisch. Ja, dann nimm 20. Den Löffel führt hier Christoph Rüffer. 2 Michelin-Sterne hat er für das Herrlin schon erkocht. Ein leiser Meister der Geschmackskultur. Ich finde noch mehr Schärfe. Bist du sicher? Ja. Die Wasabi-Meerrettich-Mischung, ein Experiment. Da muss knallen. Muss aber danach durch den Sieb machen, ne? Ja. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Seit 20 Jahren ist Christoph Rüfer Küchenchef im Herrlin. Das ist immer unsere Liste von allen Besonderheiten am Tag. 2 Pescetaria heute, 2-mal kein Fleisch. Starkoch ohne Allüren. Er sieht sich einfach als Teil des Teams. Ein Kollege heute in der Patisserie ist krank. Und ich kriege jetzt quasi heute hier von meinem Sous-Chef, der die Patisserie leitet, kriege ich quasi dann die Aufgaben zugeteilt. So. Hier habe ich meine To-Do-Liste, die hängt hier und dann stehen da meine Aufgaben für heute drauf. Das ist auch okay so, ne? Also wenn jemand hier natürlich in seinem Bereich deutlich mehr weiß jetzt, dann gibt er mir seine Aufgaben ab und dann schauen wir, dass wir das bis abends gemeinsam hinkriegen. Kirschpralinen fertigt der Meisterkoch. Seine Erfüllung? Edle Zutaten aufs Beste zu verarbeiten. Das prägt die Küche hier. Hohe Schule, auch für die Geschicklichkeit. Da ist man tatsächlich ein bisschen mit beschäftigt den ganzen Tag über.
Die Meerrettich-Wasabi-Kreation wird vom kanadischen Jungkoch in Flüssigstickstoff Schock gefroren. Es dauerte seine Zeit, bis ich hier zu Christoph in die Küche kam. Was für ein Glück. Ich lerne sehr viel. Die Stimmung konzentriert und lässig, ohne Spitzenküchen-Höllen-Klischees. Ich glaube, es sieht optisch eher nach Kunst öfters aus, aber der Geschmack besteht auch immer wieder aus Handwerk. Für mich ist es viel mehr Handwerk als Kunst tatsächlich. Das ist das Schönste an dem ganzen Job. Schmeckt gut. Bin deshalb auch so lange da, weil es irgendwie immer wieder was Neues passiert. Also, dass wir immer schauen, wo können wir uns verbessern? Was kann man noch rausholen? Wo kann man noch ein bisschen was verfeinern? Und solange das so ist, dass es immer weitergeht und immer auch in kleinen Schritten vielleicht nur, aber es ist ein traditionsreiches Haus. Da kann man nicht von heute auf morgen alles komplett ändern. Man muss die Stammgäste mitnehmen und immer ein kleines Schrittchen weiter nach oben gehen. Und solange das so ist, macht mir das hier eine Menge Spaß und bleibe ich natürlich auch hier. Also das ist ein Träumchen. Ne? Und mittlerweile ist das Hotel also für mich letztendlich wie mein Wohnzimmer. Kann man das so sagen? Ich habe zwei Familien. Ich habe die Familie hier und ich habe die Familie daheim. Letzte Korrekturen in der Governor Suite. Nur noch knapp 2 Stunden bis zur Ankunft des Stammgastes, der unbedingt unerkannt bleiben will. Bei diesem speziellen Gast ist es so, dass wir einen wiederkehrenden Gast haben und wir bei Abreise immer alles so aufgenommen haben, mit Fotos, aber auch mit Filmaufnahmen, so wie der Gast das Zimmer verlassen hat. Und bei Neuanreise checken wir einfach nochmal, ob alles wirklich so ist, wie der Gast es sich wünscht. Und inkludieren dann auch noch mal die ganzen neuen Wünsche, die uns im Vorfeld erreichen. Selbst der Obstteller ist nach detaillierter Vorgabe bestückt. Dem Zufall wird hier nichts überlassen. Die Sofakissen etwas hochgelegt, so war es beim letzten Mal und so wird es wohl auch beim nächsten Besuch sein. Dafür sorgt das Team um Önder Bilginer. Also hier in dem Bereich haben wir eigentlich ein Zimmer. Und hier haben wir den Dining Room für unsere Royal Suite installiert. Wir nehmen uns dann eine Woche mindestens Zeit, um entsprechend hier alles so herzurichten, dass der Gast auch glücklich ist, wenn er anreist. Das umgebaute Glück ist keine reine Serviceleistung. Die Kosten trägt der Gast. Teilweise schon, ja. Teilweise schon. Ja. Aber ein bisschen kommt natürlich auch, das gehört sich so für unser Hotel, dass wir dem Gast da entgegenkommen und auch ein bisschen unseren Teil dazu beitragen. Das Highlight dieser Zimmerflucht ist eigentlich der freie Durchblick vom Bad bis hin zur Alster. Dieser VIP-Gast wünscht sich Milchglas. Und für die Dauer des Aufenthaltes wird es Milchglas sein, um einfach die Privatsphäre noch mehr zu schützen. Sobald der Gast wieder abgereist ist, werden wir es austauschen und wieder mit Fensterglas austauschen. Eine Besonderheit, die wir hier auch im Zuge der Umbauarbeiten vorgenommen haben, für diesen Top-VIP-Gast, der hat bei uns im Haus sein eigenes Bett. Ja, und das Bett wird entsprechend auch hier immer ausgetauscht. Das heißt, das alte Bett wird rausgenommen, das Special VIP-Bett wird eingebaut und es ist bei uns gelagert. Und wenn dann die Ankündigung kommt, dass die Suite gebucht wird, sorgen wir auch dafür, dass das Bett bei Anreise entsprechend im Zimmer ist. Das ist eine große Ausnahme. Das haben wir nicht bei so vielen Gästen. Aber die penible Schlusskorrektur ist Standard in 4 Jahreszeiten. Storch kommt ja sehr schnell wieder zurück, aber wie gesagt, das sind dann nur Kleinigkeiten, die wir dann nochmal korrigieren. Wir haben ja Zimmermädchen, die schon drin waren, dann hab ich schon nachgecheckt, mein Stellvertreter, die Malerin war zwischendurch noch drin, Hausmänner haben nochmal die Teppiche gereinigt, kleine Flecken noch beseitigt etc. Technik nochmal, um hier noch Kleinigkeiten festzumachen. Ja, und dann sind wir jetzt quasi noch mal zum Final Check drin. Ne? Fenster haben wir heute noch mal geputzt. Haben wir natürlich am Freitag schon gemacht, aber Wochenende war natürlich das Wetter nicht so schön. Und deswegen haben wir heute noch mal die Fenster gemacht. Und jetzt ist eigentlich ist alles fertig. Aber man findet ja immer noch eine Kleinigkeit. Nichts kann, nichts darf dem Blick der leitenden Hausdame entgehen.
Bei Jennifer Dyerkauf finden Beruf und Privatleben glücklich zueinander. Das nimmt man mit nach Hause. Also gerade wenn man dann auch weiß, dass Freunde nach Hause kommen, Gäste nach Hause kommen, dann noch mehr natürlich. Aber wir hatten dann schon mal Späßchen drüber gemacht. Ob ich das jetzt nur für die gemacht habe, aber die meisten, die mich kennen, wissen das schon. Gut. Dann. In ca. 20 Minuten ist der VIP-Gast da. Ich brauche zwei von euch, um den VIP durch die Garage zu begleiten und das Gepäck entgegenzunehmen. Das andere Gepäck kommt wie immer direkt hier vor die Tür. Wir rechnen so mit ungefähr 100 Gepäckstücken. Und da ist halt wichtig, dass wir das einfach direkt auf die Suite bringen. Und auch da ganz wichtig, so schnell wie möglich, damit auf der Suite alles ausgepackt werden kann und unser Gast sich so schnell wie möglich auch heimisch fühlt. Danke. Los geht's. Das große Warten im Gepäcktunnel gleich neben dem Portal. Wann genau der Gast ankommt, ist ungewiss. Nur dass er mit seiner Entourage kommt, ist sicher. Der Limousinenkonvoi naht diskret. Auch der Gast wird über die Garage das Hotel betreten. Die gut 100 Stück Reisegepäck nehmen den üblichen Weg über den Tunnel. Dieser Tunnel ist auch eine Herrlinsche Erfindung. So kann das Gepäck so schnell wie möglich auf das Zimmer kommen, in einem eigenen Lift. Kein Umweg durch das Haus, dort duldeten die Herrlins keine Koffer. Die Gäste sollen sich im Hotel wie zu Hause fühlen. Das Gepäck ausschließlich eine Sache der Portiers und Pagen. So vielteilig ist die Bagage selten, der Einsatz der Männer aber lohnt sich, wird durch üppiges Trinkgeld vergolten. Das wissen die Erfahrung und Michael Menk. Ich pflege mal zu sagen, die Tätigkeit beschert mir relativen Wohlstand. Vorbereitungen für ein Familienfest, für die Jubilare des Hotels. Sie werden heute so verwöhnt wie sonst die Gäste. Wer 10 Jahre am Vierjahreszeiten arbeitet, wird zum Dinner in Begleitung eingeladen. Hotelkultur als Verneigung vor den Mitarbeitern. Zum Champagnerempfang am Nachmittag werden diejenigen geladen, die mindestens 3 Jahre zum Hause gehören. 3 Jahre gelten in der Gastronomie bereits als kleine Ewigkeit. Viel Zeit für Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern. Es geht darum, von Leuten zu lernen, die sehr viel Erfahrung haben. Und da gibt es hier im Haus tatsächlich relativ viele, die sehr viel Erfahrungsschatz und einen sehr großen Erfahrungsschatz haben, über die Dauer jetzt schon. Und davon profitiere auch ich. Generationenübergreifend voneinander zu lernen, ist essentiell für ein Haus, in dem Tradition und Innovation zusammenfinden sollen. Wir suchen nur nach Persönlichkeit und Charakter aus, nicht nach Fähigkeiten. Die Fähigkeiten, die kann man den Leuten beibringen. Wir machen ja hier keine Atomphysik. Wenn jemand gut drauf ist, wenn jemand extrovertiert ist und gerne mit Menschen zusammengerät und ja, einfach kommunikativ ist und gut drauf ist, gute Laune hat, alles andere können wir den Mitarbeitern beibringen. Und es ist eben das entscheidende Quäntchen mehr, das nicht erlernbar ist. Zu Hause bin ich auch sehr akkurat und sehr ordentlich. Aber ich glaube, das lässt sich auch nicht wegdenken. Wenn man es bei der Arbeit so hat, dann ist es, glaube ich, eher eine Routine, die man in sich hat, die man dann auch nicht einfach abstellen kann. Da wir eine Person doch weniger haben, ist es ein komplettes Gedeck quasi raus. Das heißt, es wird jetzt noch mal alles nachjustiert. Als Food and Beverage Manager ist Richard Schark zuständig für das gastronomische Angebot, Eventplanung und Sicherung von Qualitätsstandards. Engels Geduld unabdingbar. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, aber bis jetzt habe ich sie
zumindest in diesem Bereich, in dem wir uns gerade befinden, noch nie verloren. Perfektion als Passion. Man hat 3, 4 Veranstaltungen gleichzeitig laufen und dann hat man vielleicht eine größere mit 150 Personen. Da kann es dann schon mal passieren, dass man das eine Rotweinglas vielleicht doch bei der Masse an Tischen von 10 Personen, wo Sie sich dann vorstellen können, stehen 30 Gläser pro Tisch, dann doch irgendwie mal im Eifer des Gefechts übersieht, dass das wirklich fehlt. Aber zumindest kann man es noch schnell nachreichen. Prächtig an der Grenze zum Prunk, festlich, wie es dem Hause entspricht, ohne falsche Bescheidenheit. Die Dinnertafel für die 22 Jubilare. Wer 10 Jahre hier ist, kennt solche Feiern. Einmal selbst so gefeiert werden, macht den Unterschied. Wenn man die Nachspeise noch liest, bleibt erst recht kein Wunsch offen. Es gibt nämlich einen warmen Schokoladenkuchen mit Himbeere und Vanilleeis. Mit den Mitarbeitern wird die Seele des Hauses gefeiert. Das weiß Direktor Ingo Peters auch aus Gästekommentaren. Wenige sagen, oh, es war was für ein tolles, großes Badezimmer, was ich habe, oder die Aussicht oder so, oder der Standort. Die reden immer nur über den Mitarbeiter. Und das ist der Dank an Sie und auch an Gesichter, die lange da sind, die der Gast wiedererkennt, aber die auch den Gast wiedererkennen. Sie sind eine besondere Klasse, die Menschen vom Hotel. Als ich hier angefangen habe, war das Hotel wirklich ein anderes. Gewisse Dinge werden beibehalten, die guten Dinge werden transportiert in die Zukunft. Aber viele Dinge erneuern sich, wie bei so einem Smartphone, wo man halt auch immer wieder ein Update erhält. Es ist einfach so. Ein Universum für sich. Die 200 Quadratmeter der Präsidentensuite sind rechtzeitig zum Jubiläum bezugsfertig und bereits bestens gebucht. 12.000 Euro kostet die Nacht in der säuberlich präparierten Grundausstattung. Wir sind das Team, das meistens im Hintergrund alles perfekt macht und alles vorbereitet. Wir wissen von den Stammgästen ganz genau, was sie sich wünschen und auch was sie erwarten. Wir notieren alles, was die Gäste uns gegenüber äußern, ihre Präferenzen. Und mit den Reservierungen wissen wir dann, okay, der Gast wünscht sich das, das hat ihm letztes Mal gut gefallen. Die Zimmer mag er gerne, in den Zimmern fühlt er sich nicht so wohl. Er mag diese Art von Kissen lieber oder er präferiert zu den und den Sommermonaten eine dünnere Decke. Solche Sachen notieren wir, schreiben wir auf und setzen danach um. Dem Zufall bleibt hier kein Detail überlassen, dem Gast hingegen alles. Die Plates aus dem obersten Markensegment werden wohl auch nach der Abreise noch vorhanden sein, hofft man. Wer hier nächtigt, gilt nicht als potenzieller Abstauber. Die Minibar ist wohl gefüllt mit edelsten Schaumweinen. 925er Silberbesteck reicht für 8 Personen. Und der begehbare Kleiderschrank misst 20 Quadratmeter, mitsamt Safe, den Swarovski-Steine zieren. Qualitätssicherung auf höchster Ebene. Dafür ist auch Christoph Rüffer unterwegs. Ich fahre sehr gerne mit zu unseren Lieferanten, weil ich unbedingt wissen möchte, wie die arbeiten, was sie haben, wo sie arbeiten. Mir ist das ganz wichtig, dass ich das einmal sehe, erfahre und bei denen auch vor Ort erlebe. Gerade wenn es um Luxusprodukte wie Kaviar geht. Das ist eins der ältesten Kaviar-Importhäuser hier in Hamburg. Es ist ja auch wirklich verrückt, dass sie hier ihr Geschäft haben, was von außen sowas von unscheinbar ist, wohl auch mit Absicht so gewählt, kein Aufsehen erregen. Das alteingesessene Handelshaus der Familie Rüsch in Altona. Jo, sehr schön. Bitte. Dann geht's los. Zur feinen Elbchaussee ist es nicht weit. Den betuchten Hanseaten brachte Markus Rüschs Großtante den Kaviar noch per Fahrrad. Wir sitzen ja hier seit 1925 und die Reeder und die Kaufleute haben ja schon alle schon im Westen gewohnt und da kam man besser mit dem Rad hin als zu Fuß. Ne? 2002 habe ich im Fiasheim gestartet und ja. Da kam dein Vater immer noch vorbei ja. Und hat den Kaviar ausgeliefert. Richtig, so war das damals. Und dann saß er bei uns kurz mal ein bisschen dabei, Tässchen Kaffee, ja. Kleine Schwätzchen gehalten und dann ist er weitergefahren. Das war die ältere Generation, ja, genau.
alle Sinne im Einsatz bei der Warenprobe. Ohne Geschmack ist das alles gar nichts wert. Your turn. Sollen wir mal? Ja. Ah, es knistert schon. Ja, es knistert, ja. Ah ja. So, der sieht echt gut aus hier. Für mich ist auch die Farbe wichtig. Ja. Dass er optisch einfach auch sehr, sehr ansprechend, ja, köstlich wirkt, ne? Golden Queen. Ein Kaviar, der nicht aus Russland oder dem Iran kommt, sondern aus chinesischer Zucht. Ja. Ich würde mich tatsächlich für den entscheiden. Und ich brauche 4x52 Gramm, ein Kilo. Machen wir. Wir haben Festpreise, ja. Und deshalb brauuchen wir eigentlich auch nie über den Preis reden. Das ist das Gute. Mein Vater hat immer gesagt, einen zu hohen Preis vergisst du, schlechte Qualität nicht. Ja, das stimmt. Und das stimmt. Der hohe Preis, den die Tropfen im Weinkeller des Vierjahreszeiten haben, ist allerdings unvergesslich. Rund um die mittlerweile ungenießbare Flasche Burgunder aus dem Gründungsjahr 1897 sind die besten Weine gelagert. Ihr Wert war stets eine sichere finanzielle Anlage für das Haus, schützte vor Inflation und Krisen. 100.000 Flaschen lagern hier, darunter allein 100 Champagnersorten. Jetzt wird der legendäre Keller bei speziellen Anlässen geöffnet, die Premiere in kleinem Kreis zelebriert. Das ist wunderbar. Also wenn man dann einfach sieht, wie man auf etwas hinarbeitet und sieht, wie es sich Stück für Stück dann entwickelt und dann wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, so, und heute lege ich zum ersten Mal Besteck hin, heute bringe ich zum ersten Mal Speisen raus, heute serviere ich zum ersten Mal Wein hier unten, dann können Sie sich vorstellen, wie groß die Vorfreude ist. Ich gehe jetzt einmal kurz den Weg noch mal checken. Nur durch den Küchentrakt können die Besucher den Weinkeller erreichen. Sie kommen gleichsam durch den Lieferanteneingang. Nur ausgewählte Besuchergruppen dürfen so ins 500 Quadratmeter große Gewölbe. Der erste Eindruck hier muss stimmen, dem Niveau des Hauses entsprechen. Es ist wichtig, glaube ich, den letzten Rundgang einfach nochmal selbst zu machen. Man delegiert vieles, man gibt vieles ab. Aber ich glaube, das Abschließende ist das Wichtige, was man immer selbst machen sollte. Weil dann kann man nämlich schlussendlich sagen, ob man das wirklich alles so ist, wie man das haben wollte. Die kleine Gästegruppe soll kein Stäubchen auf dem Weg zum Weinkeller finden. Aber einen ungewohnten Einblick in das Innenleben des Hotels gewinnen. Den Weinkeller für besondere Events einzurichten, ist eine Herzensangelegenheit von Ingo Peters. Die verzweigten Lagerräume hat er in seiner Lehrzeit am Hotel kennengelernt. Der Keller war ein Kohlenkeller früher. So. Wurde 1914 dann zu einem Weinkeller umfunktioniert. Und das war so, dass damals die Familie Herrlin immer sehr geschäftstüchtig war mit vielen Dingen. Und die haben nicht nur den Weinkeller für sich gehabt, sondern das war auch ein Weinhandel für die Familie. Das heißt, also es konnten Gäste des Hotels hier was kaufen, aber es wurden auch andere Restaurants und Hotels mit Wein beliefert. Besichtigung der unterirdischen Schatzkammern bei kühlen 7 Grad Celsius für Weiß und wohltemperierten 16 Grad für Rotweine. Klimatüren garantieren den Temperaturerhalt in den Gewölben. Schwerpunkt der hier gelagerten Weine ist Europa mit Betonung auf Deutschland und Frankreich. Doch auch Exoten aus dem Libanon oder Kanada finden sich in den handgefertigten Regalen. An Entdeckungen für die Besucher mangelt es nicht. Kehle und Auge kommen auf ihre Kosten. Die Aalschnitten sind belegt, die Krabbencocktails bereit. Die letzten Vorbereitungen für das alljährliche große Hummerbuffet laufen. Zweimal Eiweiß, zweimal Eigelb und zweimal Schnecklauch bitte. Okay? 120 Gäste werden zum Buffet erwartet. Deshalb muss es noch mal glatt werden. Ja, ja, ja. Setz dich mit dem Löffel, batz, 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 ja? Schüsseln stehen da vorne, Jungs, Schüsseln stehen da vorne, ne? Und dann schaut ihr, dass alles schick ist soweit. Jawohl.
Eine Firma aus Dänemark feiert in 4 Jahreszeiten ihr erfolgreiches Geschäftsjahr. Brandon, kannst du mir einen Beutel Crushed Ice aus dem Froster holen und mir den bitte hier neben den Wodka-Brunnen legen? Danke. Die Inszenierung rund um den illuminierten Wodka-Brunnen exakt so, wie sie im letzten Jahr schon war. Das ist ja eigentlich eine wunderschöne Station, wenn man das so sieht. Da kann man direkt zwei wunderbare Sachen miteinander kombinieren. So. Muskelkraft muss Küchenkreativität ergänzen. Schön vorsichtig. Fast ist es jetzt geschafft. Jawohl. Alles bereit für die Gäste. Mit Sicherheit wird kein Glas fehlen. Der Eindruck ist perfekt, doch ist genug noch lange nicht genug. Der Blick gilt feinsten Kleinigkeiten. Ein bisschen Öl. Das sieht man hier, die sehen matter aus. Und wenn da Öl drauf ist, gibt es da im Licht so ein bisschen, sieht einfach ein bisschen schöner aus. Nicht viel Arbeit, aber es sieht für den Gast immer schöner aus. Das Team des 4 Jahreszeiten arbeitet nach der Devise von Oscar Wilde. Geschmack ganz einfach, von allem das Beste. Letzte Einweisung für die Kellner durch Richard Schark, dann ist alles getan. Gemeinsam und im lässigen Bewusstsein um die eigene Qualität. Wirklich ganz ruhig, jeder weiß, was er zu tun hat. Unser oberstes Credo. Man freut sich schon, ne? Man ist schon stolz, wenn man das so mit dem Team so hinstellt. Das ist auf jeden Fall. Der Genuss als Vollendung bleibt dann den Gästen vorbehalten, ganz diskret. Jahr aus, Jahr ein, durch alle Jahreszeiten. Von denen gibt es an der Alster 5. Die Weihnachtszeit ist eine zusätzliche Saison. Mit langem Vorlauf. Der klassische Bestand an Weihnachtsschmuck wird jedes Jahr ergänzt. Also die Konzeption, die ist im Frühjahr, Sommer. Und jetzt ist nur die Ausführung. Wir haben in der Lobby einen großen Baum. Wir haben in der Wohnhalle einen, der ist ganz klassisch in den Rot- und Bärentönen jedes Jahr geschmückt. Und in den Festsälen sind es dann 3 Stück. Das ist alles hier echt. Also da legen wir ganz viel Wert drauf, dass wir immer echte Tannenbäume verwenden. Eine Weihnachtsgeschichte aus bestem Stall. Wenn alles an dem Platz sitzt, wie ich es mir vorstelle, wenn alles glitzert und glammert und auch so ein bisschen schon nach Weihnachten duftet. Weihnachten ist Glamour. Weihnachten ist richtig opulent und viele unserer Gäste kommen genau deshalb hierher, um sich neu inspirieren zu lassen und so die neuen Inszenierungen zu sehen. Unser Winter Wonderland verbindet so das Moderne mit der Tradition und man kann sehen, wie hier neue Ideen zur Wirklichkeit werden, die man tatsächlich irgendwo anders eher vermutet. Zauber in künstlichem Raureif und frisch geschlagenen Tannen. Keine Frage, dass den Dezembergästen hier, wo das Wünschen noch hilft, nichts fehlen darf, was ihnen von Haus aus vertraut ist. Warte mal, jetzt ist er gerade. So, glaube ich. Wenn weihnachtlich was extra gewünscht wird, wie ein Weihnachtsbaum, dann zahlt das der Kunde. Und wir haben aber auch Specials für unsere Gäste extra zu Weihnachten. Die kriegen dann weihnachtliche Sträuße. Aber ein Baum, das wird dann exklusiv angefragt und das wird dann auch berechnet.
795 Euro für die geschmückte Tanne. Ja, dieser Baum wird jetzt auch in Cremegold gehalten, passend zu der Räumlichkeit. Wir werden ihn hier schmücken und dann in das dementsprechende Zimmer bringen lassen, wenn die Gäste dann anreisen. Ich war zu Hause auch immer für die Bäume zuständig. Bisher kam ich noch an keine Grenzen. Also ich freue mich immer wieder auf neue Herausforderungen und dann so bleibt es spannend. Glamour ist hier ganz wichtig im Haus. Glanz und ganz viele Lichter. Für mich ist das eine Atmosphäre schaffen, was also ohne die könnte ich gar nicht. Und ich glaube, dass das schon eine Art Luxus ist. Es ist auch eine Art Luxus, das so wahrzunehmen und das zu schätzen. Der Glanz der Weihnachtszeit erfüllt das ganze Haus. Das Vierjahreszeiten ist rund um das Fest traditioneller Anlaufpunkt für hanseatische Familien. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Stresszeit nennen kann. Alle sind ganz anders irgendwie, ja, wie soll man sagen, ganz anders zugänglich zu dieser Zeit. Deshalb weiß ich gar nicht, ob man wirklich sagen kann, es ist eine stressige Zeit oder es ist einfach nur eine angenehm geschäftige Zeit. Ich glaube, das trifft es vielleicht besser. Es ist wirklich so, dass wir die Tische den Familien entsprechend nicht vorblocken, aber dass die Familien so gesehen am 24. kommen und direkt am 24., sobald sie das Restaurant verlassen, auch schon wieder Bescheid sagen, wir würden nächstes Jahr wiederkommen. Die Problematik natürlich für uns ist, eine Familie wird irgendwann immer größer und immer größer. Seit 125 Jahren versteht sich die Hotelgemeinschaft des Vierjahreszeiten als Familie. Das Jubiläum am 24. Februar wird aber äußerst klein in der Küche gefeiert. Corona regiert. Die Dekoration habe ich gedacht, wie how many ups and downs this hotel has. Die Dekoration soll zeigen, wie viele Höhen und Tiefen das Hotel durchgemacht hat. Sie steht für all die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Momente, die das Haus formen. Sehr viele verschiedene Schokoladensorten werden gemeinsam zu einem Kuchen. Zusammenhalt wird beschworen an diesem Februar-Donnerstag, an dem Russland die Ukraine überfällt. Das Hotel hat im Laufe seiner Geschichte zwei Weltkriege überstanden. Die momentane Situation ist unübersichtlich. Die Feier in der Personalkantine soll Mut machen für die Zukunft. Happy Birthday, Happy Birthday to you. Der Kuchen aus den vielen Schokoladensorten soll den Angestellten schmecken, denn sie lassen die feine Jubilarin leben. Sehr gerührt. 125 Jahre, sensationell für die alte Dame. Bon Appetit. Seit einem Vierteljahrhundert ist Ingo Peters nun Direktor des Vierjahreszeiten. Das Jubiläum gilt also zu einem Fünftel auch ihm. Viele der Wandlungen des Hauses hat er miterlebt, wenn nicht veranlasst. Was immer gleich erscheint, wird unauffällig erneuert, restauriert und renoviert. Veränderung ist nur erwünscht, wo sie nicht wirklich kenntlich wird. So wahrt das Haus den Ruf und die Legende. Das Restaurant Herrlin wird für das Jubiläum aufgefrischt, einmal komplett geräumt und wieder hergerichtet. Eine Art Frischzellenkur unter Aufsicht von Michael Franz. 4 Tage war das schon draußen. Ganze Boden wurde abgeschliffen, nochmal geölt, aufgefrischt und ab heute kann wieder komplett eingeräumt werden. Vorsicht, nicht auf dem Boden, nicht so doll. Auch Michael Franz kommt bald auf ein Vierteljahrhundert Dienstzeit. Fast 25 Jahre tatsächlich, ja. Es ging ein Jahr vorüber, ein zweites Jahr und irgendwann mal zählt man nicht mehr.
Nach all den Jahren bleiben nur die vier Jahreszeiten. Immer wieder. Zeit ist hier relativ. Lange verschoben, nun aber laufen die letzten Vorbereitungen zum nachgeholten Jubiläumsfest. Ein 4 Meter langer, tonnenschwerer Eisblock dient als maritimes Buffet im Grill. 1500 Sylter Austern und 4 Kilo Kaviar stehen vorbildlich gekühlt bereit. Das ist ganz normale H2O. Das wird so geliefert in verschiedenen Blöcken. Man sieht ja hier, wo die Pizza. Und dann wird das zusammengepackt. Ich glaube, das hält relativ lange. Wir feiern ja was Großes. Wir haben ja was Großes zu feiern. Also von daher muss es da auch schon ein bisschen opulenter sein. Die 150 Mitarbeiter aus dem Service sind stilgerecht kostümiert. Der edle Perser in der Halle wurde durch einen roten Teppich ausgetauscht. Das ganze Hotel soll feiern. 10.000 Gläser sind aufgedeckt, 2.000 Vasen und ebenso viele Windlichter hat die Floristik in 4 Jahreszeiten verteilt. Die Gäste eilen zum kollektiven Liebesakt mit der legendären Jubilarin. Rummel im positiven Sinne, eher festliches Flair. Ob schön, ob mächtig, alle sind sie da. Guten Tag. Guten Tag. Einen stimmungsvollen Abend. Guten Tag. Und freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und zu können. Oh, bitte. 6.000 Rosen schmücken die Flure, auf denen sich die feierwilligen Gratulanten drängen. Ein Medienereignis von Rang für die Hansestadt und seine Edelherberge. Wir haben 1.250 Gäste, 500 waren geplant, also die Nachfrage ist sensationell. Es wird eine rauschende Party. Die Gästeschar ist erfrischend unsortiert zusammengesetzt, sie alle aber eint die zumindest emotionale Bindung an das Weiße Haus. An der Binnenalster. Ich habe hier sehr ruhige, gediegene Momente gehabt, Fotoshootings. Es gab auch mal eine sehr wilde Party hier, an die ich mich erinnere. Da bin ich erst sehr früh morgens bei Sonnenschein wieder rausgeschwankt. Also es ist ein legendäres Haus und eben eine Hamburger Ikone. Das ist Evolution statt Revolution. Also es gibt ja sehr viele, auch sehr moderne Teile hier im Hotel. Und sie haben das wunderbar weiterentwickelt, aber die Tradition nicht verloren. Von ganz unten bis hinauf aufs Dach ist das Haus für die Gäste geöffnet. Splendid Isolation lässt sich an diesem Abend auf keinem Flur erleben. Das Hotel mit der Festgemeinschaft zu teilen, zumindest symbolisch, darum geht es. Ein Graveur arbeitet unablässig im Dienst an der persönlichen Erinnerung. Jeder bekommt sein individuelles Souvenir. Jeder hat einen Schlüssel bekommen. Wurde jedem Gast mit der Einladung zugeschickt. Und die Gäste haben jetzt die Möglichkeit, ihren Namen drauf zu gravieren oder Hotel für Jahreszeiten. Das ist jedem Gast selber. Zwanglos Raum nehmen. Etliche der 156 Zimmer oder Suiten stehen heute zur Betrachtung frei. Und viele der Festgäste gehören nicht zur solventen Gruppe derer, die sie ohnehin von ihren Aufenthalten kennen. Sie sind dem Haus anderweitig verbunden. Wir sind von der Buchhandlung Felix Jud am Neuen Wall. Wir beliefern das Hotel seit 100 Jahren mit Büchern. Es gibt Parkbücher, Gartenbücher in der Gartensuite. Und im Erdgeschoss gibt es Bücher im Foyer im Neuen zu Hamburg für Touristen, um es zu entdecken. Es wird, wenn mal was mitgeht, wird es erneuert und es kommen auch immer mal neue Bücher hinzu. Der Strom der flanierenden Gäste reißt nicht ab. Die Stätte der Exklusivität als Tummelplatz.
Dem ungewohnten Ansturm zeigt sich die Technik nicht geneigt. Der Lüft versagt den Dienst. Kleine Reparatur. Die Personenzahl kommt da leider nicht ab. Das war zu viel. Die Leichtigkeit des Seins lässt alle Schwierigkeiten des Aufzuges übersehen. An diesem Abend der Begegnungen und Gemeinsamkeiten, an dem einige für Momente doch den Raum zu ernstem Austausch finden. Der Rest erquickt sich an 1000 Liter Wein, 500 Liter Champagner, ungezählten Bieren und an insgesamt 85 Meter Buffetstrecke. Der Übergang von Gewöhnlichem zum Genuss wird hier ganz selbstverständlich zelebriert. Gediegen, würde man wohl auf gut Hamburgisch sagen. Das Haus ist eine Hamburgensie. Das ist eine Hamburger Kultureinrichtung mit Tradition und eben mit einer einzigartigen Persönlichkeit. Die können auf der ganzen Welt reisen, kommen auf Hamburg zu sprechen. Und in der Hälfte der Fälle kommt ihr Gesprächspartner mit der Frage, wann warst du denn zum letzten Mal in 4 Jahreszeiten? Ja gut, also meine Hanseatisch ist ja, hat ja was zu tun mit Bescheidenheit. Das kann man jetzt so nicht 1:1 übersetzen, aber egal. Es hat eine Eleganz, die Hamburg auszeichnet, ja, und eine Schönheit. Und es ist direkt an der Binnenalster gelegen. Es ist ein Traum. Der Traum vom Glück, an dessen Umsetzung an diesem Abend insgesamt 70 Köche arbeiten, die komplette Küchencrew. Sie alle wussten, womit sie bei diesem Anlass rechnen mussten. Mit 1250 Leuten. Roundabout, ne? Weiß man nie so genau, aber mir kommt es vor, als wären es 3000, aber Ansporn, Ansporn. Auftritt durch die kalte Küche. Sascha, eingeladen, um seine Spezialitäten zu kredenzen. Ja, natürlich was absolut einzigartiges, Neues. Jetzt, jetzt, jetzt. Jubel, Trubel, Heiserkeit, der Hauch von Normalität im schönen Schein. Das ist halt immer so eine Wohlfühloase, nicht? Das ist sozusagen Belohnung. Es ist alles immer schön, es passt alles. Es ist angenehm, es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist nochmal so, irgendwie so raus aus dem Normalen. Ganz aus der Welt gefallen und doch zugleich darin. Das 4 Jahreszeiten. Ein Ort beständiger Verlässlichkeit mit Stil. Ich beobachte den Zeitgeist, die Welt im Wandel, Veränderung der einzig konstante Faktor. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.